Ja, hallo liebe Freunde von Schullaufprogrammierung. Heute Schnelldurchlauf. Heute geht es um das Thema, ja, was solltest du überhaupt über Schlaf können? Und zwar die Ordnerstruktur von Visual Studio Code anlegen. Da solltest du nicht mehr lange überlegen, sondern sofort loslegen können. Falls dein Dozent sagt, leg mal hier eine Ordnerstruktur an für eine Webseite. Ja, wir starten und machen das Ganze ja auch. Ich gehe hier rein in meine Windows Explorer, ja, und lege hier in meinem Atlantik-Ordner, hier lege ich einen Ordner für die ganze Geschichte an, für das Webprojekt, ja, gehe mit rechter Maustaste, klicke ich hier rein und gehe auf Neu und gehe auf Ordner, ja, und jetzt wird mir hier neuer Ordner hier angezeigt und jetzt nennen wir den neuen Ordner, der Chef hat das angeordnet, so, also hast du hier der Chef, ja, dann, nachdem du Visual Studio Code runtergeladen hast, gehst du hier rein und ziehst du diesen Ordner hier rein. Du gehst auf File und gehst auf Open Folder und ziehst dir diesen Ordner hier rein. Das heißt, du suchst dann, ja, der Chef, und hier hast du den Chef. Ja. Und der ist hier schon markiert, gehst auf Ordner auswählen. So. Wenn du das hast, hast du ja schon mal das erste Ding hier geschafft. Und du siehst ja auch sofort, hier steht der Chef. Ja, so, jetzt brauchst du drei Sachen: HTML, CSS und JavaScript. Ja, hatte ich hier kurz hier aufgeschrieben. Ja, und da brauchen wir noch den Live-Server. Erster Schritt, also wir legen einen index.html an. Das ist immer die erste Seite von deiner Webseite. So, wir schreiben das hier rein und gehen auf die Enter-Taste. So. Und jetzt kannst du hier automatisiert ein sogenanntes Grundgerüst in HTML erzeugen, indem du ein Ausrufezeichen eingibst. Klickst nochmal die Enter-Taste und schon hast du hier ein komplettes HTML-Gerüst. Dann brauchst du für das Styling der Webseite brauchst du ein CSS-File. Ja, das heißt, du schreibst hier rein style.css, klickst wieder die Enter-Taste und kannst dann hier praktisch den Code für das Styling reinschreiben, ja. Und als drittes vom Bunder, ja, brauchst du JavaScript zum Schreiben von Funktionen. Nennen wir es main.js, ja. Klickst wieder die Enter-Taste und hier schreibst du dein JavaScript hier rein, ja. Also so funktioniert das. Und dann solltest du natürlich wissen, wie man zum Beispiel ein Bild hier reinmacht, ja. Wie macht man hier jetzt zum Beispiel ein Bild rein? Ja, gehst hier rein. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze mit den Bildern hier anzulegen, in der Navi und in der Ordnerstruktur. Die erste Möglichkeit zeige ich dir jetzt mal. Ja, angenommen, du hast ein Bild, das heißt, ich habe es hier schon vorbereitet, nennt sich einfach ja, Car. Geben wir das mal hier ein. So. Und das Bild heißt jetzt zum Beispiel Fisch, Fisch 01. So. Ja. Und jetzt möchtest du das angezeigt bekommen. Ja. Und wenn du jetzt auf den Live-Server hier klickst, klicken wir hier drauf, wird dir das Ganze natürlich nicht angezeigt. Warum nicht? Du siehst hier nur ein gebrochenes Bild. Ja. Das heißt, du musst es vorbereiten. Das heißt, du musst das Bild in deinen lokalen Ordner erstmal reinmachen. Ja, das Bild muss also Fisch. Also Fisch 01, so muss das Bild auch hier heißen. Ja. Das heißt, wir gehen nochmal in unseren Ordner rein und ziehen ein Bild dort rein, das so heißt, der Chef. Ja, also gehen hier rein und schauen mal, ob hier ein Bild da ist. Und der Fisch 01 oder so. Und hier haben wir auch ein Bild, das heißt Fisch 01. Ja. Gehe ich hier rein, kopiere mir das. Ja. Und wenn ich das jetzt in meinen Ordner hier schiebe, den wir angelegt haben, der Chef, ja, da machen wir das rein. Ja, du siehst schon, dass wir hier die Index, Main und die Style.css wird hier also angezeigt. Ich mache das jetzt hier rein, zack. Und du siehst, es wird hier angezeigt. Ja. Und das hier ist dasselbe,
dieselbe Ordnerumgebung wie das hier. Ja, du hast hier das Fisch 01 Bild, du hast das Index, du hast Main und du hast das CSS. Ja, diese drei Sachen brauchst du unbedingt, wenn du eine Webseite programmieren möchtest. Ja. Du kannst es natürlich auch ohne JavaScript, kann man auch eine Webseite programmieren. Ja. Aber ich habe es jetzt mal so angelegt, damit du ungefähr Bescheid weißt. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt das Ganze Fisch 01 genannt, haben das in den lokalen Ordner reingezogen. Ja, und klicken jetzt hier auf den Live-Server und schauen, ob uns das Fischbild hier angezeigt wird. Ja, und es wird uns jetzt noch nicht angezeigt. Warum eigentlich nicht? Ja, gehen wir noch mal rein hier und schauen uns den Code hier an. Ja, und du siehst, hier haben wir also Image Source Fisch 01. Wir geben es hier mal noch mal ein. Und wenn du es jetzt hier nochmal eingibst, Fisch 01, ja, dann siehst du hier, haben wir hier einen kleinen Fehler in der Geschichte hier drin. Ja, wir können eigentlich das Alt-Tag, so, Alt-Street, so, jetzt haben wir es. Gucken wir es jetzt an, ob es jetzt funktioniert. Und du siehst, unser Fisch wird hier also angezeigt. Ja. Es ist also wichtig, dass du die Bilder, die du hast für deine Webseite, musst du alle in deinen lokalen Ordner hier reinziehen. Ja. Und dein lokaler Ordner heißt eben der Chef. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel ein zweites Bild noch reinziehen willst, ja, dann würde jetzt Fisch 02, ja, dann hat der halt hier noch ein zweites Bild. So. Das Problem ist, wenn du das die ganze Geschichte so machst, ja, dann hast du hier am Schluss endlos viele Bilder und so weiter und das ist eigentlich ja nicht so cool, sage ich mal, weil das wird dann alles so ein bisschen durcheinander und du verlierst sehr schnell die Übersicht. Das heißt, man geht eigentlich her, geht in den Ordner der Chef. So, wir gehen hier nochmal rein in den Ordner der Chef. So. Normalerweise gehst du her, wenn du eine Webseite programmierst, dann gehst du her und gibst hier einen extra Ordner, legst du hier einen extra Ordner hier an. Ja. Also mit rechter Maustaste und dann neu und legst hier einen Ordner an, der heißt Image für Bilder. So. Und schiebst den Fisch, ja. Oder ja, du kannst es auch mit ausschneiden und dort einfügen jetzt. Machst den Ordner aus und schiebst den hier rein. So. Jetzt gucken wir das, die ganze Geschichte jetzt mal an, ja, wie es jetzt aussieht. Jetzt hast du das praktisch, das Fischbild, in dem Image-Ordner hier drin. Das hat den Vorteil, wenn du hier weitere Bilder hier reinziehst, ja, machst du alle Bilder hier in den Image-Ordner rein. Ja. Das heißt, du hast, es ist halt dann ordentlich und du hast kein so ein Bilderchaos, sage ich mal. Ja. So, das Problem ist jetzt, wenn du das jetzt so machst, wir gucken mal, ob das jetzt noch angezeigt wird. Und du siehst, dann ist es vorbei mit dem Anzeigen. Das heißt, du musst natürlich hier auch den Code ändern. Ja. Und der Code wäre jetzt zum Beispiel hier, müsstest du denn so schreiben? Gucken wir. So. Das heißt, du schreibst das Wort Image davor und schreibst jetzt Fisch 01 und es wird dir hier dann auch gleich vorgeschlagen. Ja? Zack. Ja. 533 und wir haben hier zu viel Code. So. Ja. Also so würde das jetzt praktisch aussehen. Ja? Wenn du es so lässt, ja, wie in Fall 1, ja, wirst du nichts sehen, ja, weil du ja den Image-Ordner hier angelegt hast. Jetzt schmeißen wir das hier mal raus. Cut. Und gucken jetzt mal, ob unser Fischbild jetzt angezeigt wird.
Und du siehst, unser Fischbild wird angezeigt und wir haben genau den Effekt, dass du weißt, okay, das ist besser, die Sache mit so einem Ordner hier anzulegen. Ja? So, was musst du als nächstes hier vorbereiten? Du musst wissen, dass wenn du die Sache hier so anlegst, ja, so ein Webprojekt, ja, musst du wissen, dass du die Index mit dem Style.css hier verbinden musst. Ja. Das hast du mit diesem Code hier nicht automatisiert drin. Das heißt, du musst es selber machen, manuell. Das heißt, du gehst hier rein und musst in Zeile 7 gibst du Link Rel Style Sheet und so weiter ein. Ja, man kennt es ja aber. Du musst praktisch diese Geschichte hier, diese Zeile, diese Verknüpfungszeile, musst du über dem abgeschlossenen Head-Bereich hier unbedingt einfügen, weil sonst siehst du später das Style nicht. Ja, von deiner Webseite style.css ist dafür zuständig, dass du eben, ja, wenn die Bilder rechts, links, oben, unten, für den Hintergrund, für die Farben und so weiter. Ja. Das ist also auch eine wichtige Sache, dass du hier, ja, die du hier praktisch vorbereitest. Ja. Du legst also einen Index an, du legst einen Style an, du legst eine Main an. Ja. Das sind die drei wichtigsten Schritte. Und checkst das mit dem Image-Ordner hier unbedingt, mit dem, was ich gerade gezeigt habe. Ja. Dann als nächstes gehst du her und legst hier diese Verknüpfungszeile an. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu einer wichtigen Sache mit der JavaScript-Sache. Ja. Du kannst es natürlich jetzt so auslagern. Ja. Wir testen das jetzt auch mal. Ja. Wie funktioniert das jetzt? Ich habe hier einen main.js-File hier drin. Ja. Und wenn du jetzt denkst, wunderbar, wir haben ja hier alles drin. Gut, dann probieren wir hier doch mal ein bisschen JavaScript-Code aus, ob das hier so funktioniert, wenn du es so anlegst. Ja. Das gucken wir uns an. Ich habe hier so ein kleines Skript geschrieben. So ein kleines Rechenskript. Ja. Das schmeißen wir jetzt hier rein. Und JavaScript hast du die Möglichkeit, also du hast die Möglichkeit, zwei verschiedenen Sachen hier anzulegen. Die erste Möglichkeit zeige ich dir jetzt mal. Du schreibst hier Script. Irgendwie will mein Editor heute nicht. Script. Jetzt. Und innerhalb von diesem Script kannst du das JavaScript hier einfügen. Ja? Ich mache das jetzt mal. Also ich schmeiße das mal hier nochmal raus, weil ich habe das jetzt schon fertig. Puh, ja. So. Script. Also das ist die Möglichkeit 1, ja, dass du deinen JavaScript-Code hier dazwischen reinschreibst. Das heißt, du schaust, wo ist dein Bodybereich? Der Bodybereich ist hier und geht in 9 los. Ja? Und innerhalb von dem Bodybereich schreibst du deinen ganzen Code. Ja? Wir haben ja hier zum Beispiel auch das Bild hier eingefügt. Ja? Und das JavaScript kannst du hier zum Beispiel jetzt ausführen. JavaScript geht hier los und endet hier. Es endet immer hier, wenn hier so ein Slash-Zeichen ist. Ja? So, jetzt haben wir hier eine kleine Rechenaufgabe, habe ich hier gecodet. So, gucken wir mal, ob die jetzt geht. Let a gleich 120, let b gleich 300, let c gleich a plus b. Und ich will das Ganze mir automatisiert ausgerechnet haben auf meiner Webseite, dass dann so ein kleines Fenster aufploppt und ich sehen kann, okay, da kommt 420 raus. Schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Wenn wir JavaScript hier so einfügen in unsere HTML-Geschichte hier, es wird spannend. Und du siehst, es funktioniert. Sortiere mal 420 hier ausgegeben. So. Das ist die erste Möglichkeit. Wenn der Dozent jetzt zum Beispiel sagt, die Homepage wird wahnsinnig umfangreich, ja, dann hast du das Problem, wenn du diese Lösung hier machst, ja, und sagst, okay, ich habe hier alles vorbereitet, ja, ich habe das vorbereitet, Index, ich habe Main, ich habe Style und ich habe hier im Skript habe ich ihm auch schon reingemacht und das mit dem Ausrufezeichen auch schon. Eigentlich müsste 1,0 haben. Ja.
Dann sagt er, ja, er hat, aber wenn das steht zum Beispiel in der Aufgabe, ja, er hat extrem viel Code, dann kommst du hier mit dieser Lösung ins Straucheln. Weil wenn du hier noch HTML und so weiter und Bilder und so weiter eingibst, dann wird das unheimlich, ja, es wird ein Durcheinander, sage ich jetzt mal. Es ist nicht mehr strukturiert. Du musst immer schauen bei der Programmierung, dass alles sehr strukturiert ist. Das heißt, ich würde dir nicht empfehlen, das Ganze dann so zu machen. Ja, das kannst du machen, wenn du ein, zwei Beispiele hast, dann, wie du siehst, funktioniert das. Ja, aber wir sind ja hergegangen. Ich schmeiße es jetzt raus. So. Wir sind ja hergegangen und haben hier eine Main.js extra angelegt. Warum haben wir denn die angelegt? Ja, ganz einfach, weil wenn du viel Code hast, siehst du hier, kannst du endlos viel JS-Code reinschreiben. Ja, genau das wollen wir. Ja. Das heißt, das Problem, das du jetzt wieder hast, ja, ich gehe mal nochmal hier Steuerung und Z mal gucken. Ja. Wenn ich das jetzt hier so zum Beispiel reinschreibe, ja, dann wird mir das Ding hier wahrscheinlich, ja, du brauchst jetzt praktisch eine Verknüpfungszeile, ja, um diese Main.js, hier, die du hier so angelegt hast, damit das System funktioniert und du das nicht hier so machst. Ja, das war ja die Möglichkeit 1. Die schmeißen wir jetzt raus, die Möglichkeit 1. Und wie machst du das jetzt? Dass du die Geschichte hier direkt in der Main.js ausführen kannst. Ja? Da musst du die Geschichte ja auch wieder verknüpfen. Ja? Und das machst du hier mit dieser Zeile. Mit Script Source Main.js Script. Ja? Da verbindest du die externe JavaScript. Das externe JavaScript-File, damit du in aller Ruhe runtercoden kannst, ja, und hier nicht so ein Chaos hast mit Bilder und so weiter. So, das probieren wir jetzt mal aus. Ja. Ich gehe jetzt mal her und haue mal diese Verknüpfungszeile hier rein. Im Body-Bereich. Ja. Coden machst du ja immer ja, im Zwischenraum vom Body-Bereich. Ja. Der Body-Bereich geht hier los in 9 und endet hier jetzt in 17. Endet immer hier, wenn dort so ein Schrägstrich ist. So, jetzt habe ich die hier angefügt. Ja? Die heißt Script Source Main.js. Ja? Jetzt weiß die ganze Welt des Programms, sage ich mal, weiß jetzt genau, aha, ich habe hier die Sache verknüpft. Derjenige will alles hier in die Main.js reinschreiben, den gesamten JavaScript-Code. Ja? Und genau das wollen wir machen. Ja? So, jetzt gibt es aber noch eine weitere Besonderheit. Wir gehen jetzt also rein und schreiben dasselbe hier nochmal rein, unsere Berechnung, und gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja? Wir gehen in die Main.js, kopieren unseren Code. Ja? Fängt ja hier an mit Let A 120, Let B und unsere kleine Berechnung. Und wir wollen wieder unsere 420 ausgegeben haben. Ja? Schauen wir hier rein, Copy. So, Copy. Und wir sind hier in der richtigen, also im richtigen File, gehen hier rein, gehen auf Steuerung V jetzt. Ja. Wichtig ist, dass hier oben nicht mehr jetzt Script steht, ja, was wir vorhin auch geschrieben haben. Ja. Da stand ja dann Script und dann stand erst das Ganze. Ja. Das schreibst du hier nicht mehr. Warum nicht? Weil es hier schon steht. Ja. Das ist wichtig, weil sonst wird dir auch ein Fehler angezeigt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier schreibe, Script, ja, dann siehst du, wird alles sofort rot. Ja? Das heißt, es ist jetzt schon drin. Ja? So. Solange nichts rot angezeigt ist, ist es immer gut. So, jetzt hast du Let A gleich 120, B gleich 300. Jetzt müsste unser 420 eigentlich auch funktionieren. So, ich klicke auf den Live-Server, schauen, ob es funktioniert. Und du siehst, unser Fisch wird angezeigt und unsere Zahl. Wunderbar, hat also alles funktioniert. Und als letzter Schritt solltest du natürlich wissen, wie man den Live-Server hier installiert. Als letzter Schritt, und das ist diese Geschichte, ja, diese Ausgabe, dieser Part 55, weil wenn du Visual Studio Code runterlädst, hast du das nicht drauf. Das heißt, du musst es installieren. Wie macht man das? Du gehst hier auf diese vier Teile, klickst hier drauf, zack, und gibst hier ein Live-Server.
So, und dann hast du den von Retrick Data, der steht hier installieren, klickst auf installieren und dann wird dir hier rechts unten dann sofort hier dieses Install-Button hier angezeigt und dann kannst du so praktisch immer hier draufklicken und schauen, ja, wie sieht das Ganze auf deiner Webseite aus. Ja, so wie wir den Fisch jetzt zum Beispiel hier ausgegeben haben. Ja, ich jetzt hier draufklicke, ja, funktioniert alles. Wir haben also unser Index angelegt, wir haben unser Style angelegt, wir haben unsere Main.js angelegt, wir haben unser Port hier angelegt, also unser Server, wo wir alles anschauen können. Ja, wenn ich hier draufklicke, sehe ich jetzt alles. Ich sehe meine Berechnung, ja, und habe hier alles einfach, ja, optimal so, wie ich es haben will. Ja. Und diese Image-Geschichte habe ich dir auch gezeigt. Ja, wie das funktioniert mit den Bildern, wenn du viele Bilder hast, dass du hier ein bisschen Ordnung machst, dass du hier am besten so ein Image-File hier anlegst auf deinem lokalen Ordner. Ja, den Ordner kannst du natürlich auch anders nennen, ja, ist klar. Und diese Verknüpfungszeile hatten wir hier auch angelegt. Ja. Jetzt haben wir hier oben noch den Titel. Du kannst jetzt zum Beispiel reinschreiben, Schulhof, Programmierung, ja. Wo wird das jetzt hier eigentlich angezeigt? Ich gehe hier rein in meinen Live-Server, klicke hier drauf, zack, und wir gucken und du siehst hier oben müsste das angezeigt werden. Und du siehst hier oben wird Schulhof Programmierung angezeigt. Ja. Das ist also der Titel. Ja. Du könntest jetzt zum Beispiel eben hergehen und dann irgendwie einen Text oder eine Überschrift hier machen. Ja. Schreibst hier rein, ja, H1 jetzt zum Beispiel, H1 und hallo Leute, es ist Sommer, was auch immer. Ja. Und dann hast du es hier, wenn ich jetzt hier draufklicke, zack. Ja, dann hast du alle Leute hier, Sommer, hast den Fisch eingeblendet und die ganze Berechnung. Ja. Macht natürlich alles keinen Sinn, diese drei Sachen, aber jetzt weißt du, wie du hier so ein, ja, wie du hier ein ganz, ja, wie du so ein Webprojekt hier komplett hier für dich anlegst. Also wenn du die Struktur hast, ja, dann kannst du sofort dann loslegen. Das war's von meiner Seite, macht's gut, bis zum nächsten Mal und abonniert den Kanal. Bis dann, ciao, ciao.